Meine Kinder sagen immer, wir sehen aus wie Ninja-Kämpfer. Also summa summarum, ja, sagen wir 200 ungefähr. Also 180 Kinder und dann die 30 Erzieher mit dabei, weil es sind ja zwei Häuser. Es sind nicht nur hier die fünf Gruppen, wir haben in der Försterstraße nochmal fünf Gruppen. Kontinuierlich sind wir zwei, die Frau Beselmeisel und ich. Und von montags bis mittwochs ist die Frau Winter noch mit bei uns in der Küche. Das ist ein himmelweiter Unterschied zu dem, was wir jetzt haben und was vorher war. Wir haben jetzt mehr Kapazitäten, die neuen Geräte, die erleichtern uns unwahrscheinlich die Arbeitsabläufe. Wir können mehr auf einmal machen. Wir hatten vorher nur einen normalen Haushaltsherd, Induktionsherd. Und haben halt da unsere 12 Kilo Nudeln gekocht und haben jedes Mal warten müssen, bis das Wasser fertig ist und so weiter und so fort und aufpassen, dass nichts überkocht. Und jetzt mit den neuen Geräten ist es so, ich sag dem, ich möchte meine Teigwaren kochen, der füllt mir automatisch das Wasser ein, wenn ich sage, ich möchte Sieb benutzen. Der fährt dann automatisch runter, wenn er die richtige Hitze hat. Ich brauche bloß sagen, du bist beladen, er fährt runter. Und wenn die 10 Minuten, 12 Minuten, je nachdem, ob es al dente willst oder welchen Garzustand auch immer, fährt er automatisch wieder nach oben. Ich kann nebenbei machen, ohne dass ich aufpassen muss, dass die Nudeln überschäumen und der ganze Herd unter Wasser steht. Also die größte Erleichterung für mich selber an sich ist, ich habe mehr Platz zum Arbeiten. Ich muss nicht aufpassen oder drüber nachdenken, mache ich jetzt erst mein Gemüse oder dann das Fleisch oder kann ich es gleichzeitig machen. Ich kann sagen, geh da in die Ecke, mach du das Gemüse und einen Salat fertig, ich mache hier das Fleisch und du machst da hinten die Soße. Also es waren wirklich zwei Leute kontinuierlich auf kleinsten Raum, lass die Küche drüben maximal 15 Quadratmeter haben. Da steht ein Kühlschrank, da steht ein alter Kombidämpfer, da steht eine Gefriertruhe drin, da ist eine Spülmaschine mit Waschbecken und halt eben diese Küchenzeile. Und wir hatten in der Mitte nur einen Metall- und einen Holzarbeitstisch. Und das war alles. Und da haben wir wirklich im Kopf überlegt, womit fange ich jetzt an, damit ich hinterher nicht ins Schludern komme. Und wir hatten auch vorher nur einen Gastrokühlschrank und keine Kühlzelle, so wie wir es jetzt haben. Und haben dann täglich mehrmals Kühlschrank-Tetris gespielt, um unsere Sachen halt auch kalt zu lagern, bis halt Zeit gewesen ist, um die Sachen in den Ofen reinzuschieben, um sie halt eben zu regenerieren, damit wir es dann noch heiß schicken können. Was ich gern sagen möchte, ist, die Firma Kunkel, sei es jetzt die Lisa oder die Mitarbeiter, die sind immer für uns da, wenn irgendwas ist. Die haben immer offenes Ohr. Wenn ich sage, du Lisa, dies, das, jenes, sie schickt mir gleich jemanden raus, der kommt. Die haben fachliches Know-how. Ich kann sie nur empfehlen.